Ihr guckt den Club der Roten Dichter. Ich bin Christian Schulz. Viel Spaß dabei. Schuss vom Rehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen. 4:1 für Hannover. Damen und Herren, haben Sie das gerade gehört? Christian Schulz, habt Spaß dabei? Mensch. Vielleicht hat er vorher auch noch mehr gesagt und wir haben es noch nicht hier im ich Studio Ich bin Volker gehört. Wiedersheim, habt Spaß dabei. Genau, so kann man sich auch mal vorstellen. Und ich das ist Matthias Wieland, ich hab auch Spaß dabei. Ganz genau, und wir sind, Club der Roten Dichter. Habt Spaß dabei, habt nicht nur Spaß dabei, ruft uns an, der Club der Roten Dichter. Das heißt Hannover 96 zum Mitreden für alle. Es gibt genug, worüber wir reden sollten. Und es gibt auch was, wie immer, diesmal ganz schnell am Anfang gesagt, zu gewinnen. Ja. Von Werk D zur Verfügung gestellt. Ein wunderbares T-Shirt vom Club der Roten Dichter. Natürlich in der euch genehmen Form und Farbe. Also ein T-Shirt muss es schon sein, kein Ballkleid. Das wird in der Sendung unter den Anrufern verlost, obwohl das natürlich heute tückisches Brot ist, könnte man sagen, weil es ist draußen wirklich, es ist warm, es ist 1. Mai morgen, die Leute sind jetzt schon unterwegs, wer jetzt also vor dem Fernseher sitzt live, ich setze mal darauf, dass uns ein paar Leute vielleicht noch als Konserve gucken. Nach all gucken. Dem, was ich in Trendmagazinen gelesen habe, sind die Leute jetzt zu Hause beim Vorglühen, gucken H1 und gehen erst nach der Sendung saufen. Okay. Gut, wir wollen, es gibt wahnsinnig viele Themen, leider auch ein paar große, unschöne Themen. Wir wollen aber, glaube ich, erstmal eine kleine Presseschau machen. Fangen wir damit an. Zum Spiel aber doch, oder? Nix da, okay. Das war der Freitag, der Hannover in Sorge gestürzt hat. Schmadtke will weg, 96-Schock, die Bild-Zeitung hat es berichtet. Bau. Noch ist das nicht entschieden. Noch ist es offiziell nicht entschieden, jetzt, also nachdem Martin Kind schon gesagt hat, wir lassen ihn raus aus dem Vertrag, wir auf seinen Wunsch entsprechen hin. Entsprechen der Bitte um Vertragsauflösung, genau. Hieß es jetzt plötzlich dann wohl am Rande des Spiels in Leverkusen doch wieder, er möchte sich zusammensetzen, er möchte mit ihm drum kämpfen, er möchte eventuell noch Modelle durchsprechen, wie Schmadtke zu halten ist. Es geht ja darum, dass als Obertenor gesagt wurde, es ist ein bisschen schwierig, privat vielleicht möglicherweise irgendwelche Sachen, wegen deren er lieber zu Hause in der Nähe der Familie sein möchte, die sich von hier aus, von Hannover aus, nicht so machen lassen. Es wird immer auch gesagt, möglicherweise nicht ganz hilfreich, war vielleicht trotzdem auch die Spannung, die immer wieder berichtet wurde zwischen Mirko Slomka und ihm, mag auch alles sein. Jetzt weiß das Einzige, was man nicht weiß, ist gewissermaßen die Gewichtung, was von beidem nun tatsächlich vielleicht den größeren Ausschlag gegeben hat. Nach außen hin sind es die privaten Sachen, die wir nicht näher erörtern können und wollen. Und das ist auch wirklich nicht unser Ding. Das geht irgendwas an. Möglicherweise geht es aber doch mehr um andere Dinge, wie zum Beispiel dieses. Oh. Das große Traberrennen am Wochenende auf der Bult. Und wer vorne weg? Nicht Schmadtke. Mirko, der größte aller 96-Trainer und Silberrücken im Sulki. Man kann das, wenn man genau schaut, auf dem Foto sehen, warum er gewonnen hat. Die Ponys von den Konkurrenten sind nur halb so groß wie seins. So, das dazu. Was schrieben die Zeitungen sonst über das letzte Spiel, was unerfreulich lief für Hannover 96 bei Bayer Leverkusen? Ich möchte vielleicht als allererstes einfach noch eine Medienschelte auf ein anderes Medium. Ja, Fernsehen, Sportschau. Also ich muss es wirklich sagen, ich glaube, das hat nicht nur mich aufgeregt, ich glaube, da haben sich auch viele andere darüber aufgeregt. Wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass 96 ein Tor erzielt hat, das regulär gewesen ist. Hätte zählen müssen. Da wurde sich schon in größtem Stile bei anderen Spielen drüber aufgeregt hinterher. Dass es einfach jetzt durch ist, ist ein anderes Thema. Natürlich, was soll man machen? Aber, dass es in der Sportschau nicht vorkommt. Also, ich habe selten, und ich habe es jetzt doch schon eine Weile verfolgt, aber ich habe selten einen Bericht in der Sportschau, in der ARD-Sportschau gesehen, der so verfälscht war und das Spiel so unglaublich falsch wiedergegeben hat, allein und schon wegen der Auslassung dieser einen Sache. Das fand ich also ganz unglaublich. Das kann man sich, finde ich, nicht vorstellen. Ich habe es mir heute noch mal bei deren Kollegen sozusagen von Sky angeschaut. Da ist es ordnungsgemäß drin. Also da muss man mal sagen, Rüffel, Sportschau und in dem Zusammenhang auch gleich noch Rüffel, Hallo Sonntag. Und ich dachte, ihr seid ein ernstzunehmendes Blatt. Wohl nicht. Jedenfalls auch, ich glaube, Hallo Sonntag schreibt seine Berichte auch einfach nur, nachdem sie die Sportschau geschaut haben. So funktioniert das offenbar. Da steht nämlich auch nichts von. Jetzt aber schneidet die Regie auf die HAZ um, die man schon mit der kleinen Kamera eingefangen hat. Und da heißt es, wenn wir den Schnitt gleich mitbekommen, da heißt es, wenn wir auf die kleine, Kind kämpft
um Schmadtke. Und außerdem nichts verloren zum Spiel. Und noch ganz kurz die Noten. Ron-Robert Zieler, die 3. Pogatetz wegen seines Fehlers beim Tor von Kieslingen, die 4,5. Und vorne im Sturm hält die Misere an. 5 für Mo Abdelau und 4 für Jan Schlaudraff. Also nichts verloren, das ist, glaube ich, jetzt schon so der Tenor der letzten Wochen. Es hat immer wieder Rückschläge gegeben, aber die anderen haben für uns gespielt. Unglaubliches Schneckenrennen um den Platz 7, den letzten Europaplatz. Tja, guck mal, meine Freunde von der neuen Presse. Der Jörg ist am Telefon. Geht wieder schief. Hol nur mal rein. Der Jörg ist am Telefon. Der Jörg hat uns in der Woche ja auch schon irgendwie auf Facebook angesprochen. Will jetzt aber was zu Schmadtke sagen. Ja, das wird schwierig. Der ist nicht da. Aber ich nehme mal an, zum Thema Schmadtke. Hallo Jörg. Guten Abend erstmal. Bist du drin? Hallo. Oh, du bist leise. Ja. Nein, jetzt bist prima. Jetzt bist du gut. Prima. Na, nicht mit, sondern über. Nochmal ganz kurz auf die Noten. Ich war in Leverkusen, das Spiel war ausgeglichen. Ich bin zwar was eingepennt, weil im Grunde genommen, die haben sich beide so ein bisschen hin und her die Bälle geschoben, ab und zu mal so ein paar Chancen. Letztendlich das Tor war auch eine reine Zufallssituation. Es hätte auch ein 0-0 nicht gebracht. Wir hätten sowieso Samstag gewinnen müssen. Ja. Also die Ausgangslage hat sich nicht geändert. Und am Samstag tragen wir die Mannschaft gemeinsam im ausverkauften Niedersachsenstadion über die Ziellinie. Das ist schon ein Ding, dass gegen den größten Betzenberg-Club Kaiserslautern mal ausverkauft ist hier in Hannover. Das hat man auch nicht immer, ne? Naja, aber letztes Spiel schon. Ne? Letztes Spiel ist eigentlich regelmäßig, dass das letzte Spiel immer ausverkauft ist. Ne? Und wir haben auch Zeit, 96 wegen der großartigen Planung regelmäßig das letzte Spiel auswärts gehabt. Naja. Ja, wir haben ja im Mai haben wir ja gute Erfahrungen. Wir haben im Mai in Bochum haben wir uns gerettet und heute, also am nächsten Samstag, am 5. Mai, machen wir die Euroleague klar. Mhm. Also immer noch Zuversicht, dass irgendwann doch mal einer wieder sich darauf besinnt, den Ball über die Torlinie zu bewegen. Das ist überhaupt kein Thema. Also man muss auch ehrlich sagen, ob wir zu mit zergehen lassen. Wir haben hinter Bayern München die meisten Spiele in der Liga. Ja. Das hat die Mannschaft zum ersten Mal überhaupt die Saison gespielt. Muss man immer mit klarkommen. Und jetzt gehen die alle auf Zahnfleisch, Blut ist verletzt. Aber jetzt am Samstag... Kocker, Panda sind wieder dabei, damit auch mal links was passieren. Also wir gewinnen. 49 fiel, da war es schon, das 50. steht an. Jörg, einmal ganz kurz gefragt. 4 Teams haben Chancen, den 7. Platz in der Tabelle zu erreichen und damit den Zugang zur, wenn mich nicht alles täuscht, dritten Qualifikationsrunde der Europa League. Ein Konkurrenz der VfL Wolfsburg, die spielen in Stuttgart. Wie geht das aus? Stuttgart gewinnt 3-1. Sie wollen auf jeden Fall nicht Fünfter werden, an Leverkusen vorbeizugehen. Ja. Leverkusen gewinnt nicht in Nürnberg, die gewinnt gegen Karlslautern. Deswegen denke ich mal, dass Fünfter Stuttgart wird, Sechster Leverkusen, wir den Siebter. Sag mal, und Schalke in Bremen, was holen die Bremer da? Ja, Schalke kann ich abschenken. Die sind ja gesichter Dritter. Letztes Spiel von Pizarro, von Wiese, Marin. Die wollen natürlich gewinnen, Schalke hat nicht zu verschenken. Ich sag mal 2-2. 2-2. Mhm. Ja, wenn alles ungefähr so läuft, wie sich die Clubs das vorstellen, könnte es so werden. Aber oft kommt es ja dann doch wieder alles ganz anders. Ja, wieder sowieso, da drehen alle durch. Wir sind übrigens verabredet, wir werden ungefähr in 5 Minuten mal sprechen mit dem Hanno Balic, der früher 96er war und jetzt putzigerweise mit dem Club aus Nürnberg sogar nochmal in Schlagdistanz gekommen ist. Die sind jetzt 3 Punkte hinter uns, allerdings glaube ich auch 3 Tore, die sie aufholen müssten. Sehr putzig, dass 96 wieder mal mit einer negativen Torbilanz auf dem 7. Platz da oben steht. Wollen wir also hören, was der dazu zu sagen hat? Da passiert gar nichts mehr. Wir gewinnen gegen Lautern. Wir haben natürlich, uns hat dieses Jahr die schlechte Auswärtsbilanz da unten gezogen. Stell dir mal vor, wir hätten noch ein paar Auswärtsspiele mehr gewonnen. Wir haben ja alle Heimspiele nicht verloren. Deswegen ist das eine super Bilanz, sage ich mal. Ich bin hochzufrieden. Und vielleicht noch eine Seite hoch zu Schmadtke ganz normal. Ja. Was ich nicht gut fand, dass er zu Martin Kind gegangen ist und das am nächsten Tag wieder in der Bild steht. Und jetzt sozusagen, ja, ich will um dich kämpfen. Hätte man erstmal die Klappe gehalten und gleich nicht in die Presse gegeben, weil Schmadtke hat nämlich vor dem Spiel in Leverkusen gesagt, ihm war es gar nicht recht, dass er so cool rausgekommen ist. Pass mal auf, jetzt wagst du dich gerade ziemlich weit vor, lehnst dich weit aus dem Fenster. Bist du dir ganz sicher, dass Jörg Schmadtke dafür die Quelle ist? Mal provokant gefragt. Nicht Jörg Schmadtke, sondern Martin Kind.
Martin Kind ist die Quelle dafür, denkst du? Ja, ich denke mal, weil Schmadtke ist ja zu Kind gegangen und hat ihm das herangetragen. Und das war ein Vier-Augen-Gespräch, also wo soll es herkommen? Und mit wem hatte der Sportdirektor, wie man in der Presse nachlesen könnte, im Vorfeld noch darüber gesprochen? Mit wem? Das kann man sehen. Ich habe nachgelesen, dass er auch mit dem Trainer gesprochen hatte. Der war informiert. Okay. Wollen wir das Gespräch an der Stelle abbrechen? Weil sonst müssten wir irgendjemand irgendwas unterstellen. Nein. Das aber pass mal auf, vertrau mir an der Stelle einfach. Er soll ruhig mit ihm kämpfen, es wird aber keinen Erfolg haben. Also der Manager wird den Verein verlassen. Nach all dem, was ich weiß, spricht ganz viel dafür, dass weder Kind noch Schmadtke die Quelle für die Veröffentlichung zu dem Zeitpunkt sind. Okay, da bleibt ja nicht mehr viel über. Sagst du jetzt. Aber in der Sache gebe ich dir völlig recht. Es wird am Mittwoch nochmal gesprochen werden, ob das was bringt. Ich wage es zu bezweifeln. Ich habe versucht, Schmadtke heute hier in der Sendung an den Draht zu kriegen. Er war zunächst nicht, hat es nicht kategorisch abgelehnt, hat heute Mittag dann aber doch gesagt, wir möchten bitte darauf Rücksicht nehmen, dass er das zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze in der Schwebe ist, dass er das dann nicht machen kann. Es wird natürlich auch noch über Geld, über Modalitäten der Vertragsauflösung gesprochen. Leider muss man sagen, muss man dann Verständnis dafür haben, dass er sich jetzt da nicht öffentlich äußern möchte an der Stelle. Ja, okay. Wie bewertest du Schmadtke, ganz kurz noch, wie bewertest du Schmadtke im Vergleich zu seinen Vorgängern, als da waren Howie Hochstetter und Ilja Kaencic und Ricardo und Levin und wen wir dann noch alles vorher hatten? Naja, das ist eine andere Galaxis. Also der Schmadtke gespielt wirklich in der Champions League und das andere, das war Kreisliga. Besseren haben wir auf Jahre nicht wiederbekommen. Wollen wir uns darauf einigen? Vom Club der Roten Dichter gibt es für Jörg Schmadtke einfach mal die Note 1 für 3 Jahre 96 Transfers. Auf jeden Fall. So, sind wir dabei. Sehr gut. Wir werden 11, wenn wir es so hochhalten. Wir werden gleich noch alle Schmadtke-Transfers einmal im Schnelldurchlauf hier Revue passieren lassen und werden sie benoten. Sind ja illustre Namen dabei. Einer der ersten, den er, glaube ich, gemacht hat, war Walder Drama. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Der kam, glaube ich, von... Den schmiert sich der eine oder andere morgens aufs Frühstücksbrötchen. Wolfsburg 2, Ingolstadt, irgend so eine Vergangenheit hatte der. Gehen wir alle kurz durch, zeigen euch nochmal die Bilder, wen er alles geholt hat. Und wir müssen sagen, es ist ja sensationell, dass Schmadtke, selbst wenn er nun Abschied nehmen sollte aus Hannover, eine Mannschaft hinterlässt, die auf Jahre hinaus stabil oder weitgehend stabil aufgestellt ist. Das ist doch toll, oder? Genau, also das finde ich auch ganz wichtig, weil jetzt wird immer nur darüber geredet, wen er geholt hat und wen er so. Es ist auch ganz wichtig, dass er wirklich mit so vielen Spielern verlängert hat, die Spieler gehalten hat, eine stabile Mannschaft zusammengehalten hat, schon vom letzten Jahr zu diesem, aber auch jetzt immer noch. Also, Jörg, wir haben jetzt, wir haben jetzt möglicherweise Hanno auch schon in der Leitung, Hanno Balic, deswegen wirst du es verstehen, wenn wir uns von dir verabschieden. Er ist, glaube ich, schon raus, oder? Nee, einen lieben Gruß an den Hanno. Sehr schön. Sehr schön, er wird es vielleicht dann von uns hören, ja. Wir rufen Nürnberg. Hallo Nürnberg, hallo Hanno Balic. Hanno. Hallo. Hey, hallo. Grüß dich, guten Abend. Volker Wiedersheim, mein Name. Wir sind uns gelegentlich locker bekannt. Ja, ist ein Weilchen her, aber wir kennen uns. Gut, wir nicht, aber ich sag trotzdem auch hallo. Matthias Wieland an meiner Seite. Hallo, wie geht's in Nürnberg? Ganz gut. Wir haben jetzt ein schönes Zuhause gefunden und sind jetzt dabei, uns einzuleben. Sportlich sind wir auch auf der sicheren Seite, also von daher alles ganz gut. Sag mal, welches wird das spannendere Spiel in der kommenden Saison? Das gegen Hannover 96, deinen alten Club, oder das gegen den Nachbarn und Bundesliga-Aufsteiger und deinen alten Leverkusener Kumpel Thomas Kleine bei Greuther Fürth? Ja gut, als neuer Clubspieler hat natürlich das Derby hier direkt absolute Priorität. Also nachdem er die Pokalniederlage hat hinnehmen müssen, kurz vor Weihnachten noch ohne mein Zutun, müssen wir natürlich jetzt da einiges gerade rücken nächstes Jahr. Also wird es erstmal darum gehen, 6 Punkte gegen Fürth zu holen und dann wollen wir uns natürlich aber auch und ich vor allem natürlich auch dann gegen Hannover ins Zeug legen. Dein Wechsel im Winter von Bayer Leverkusen, wo es mit dem Robin Dutt, dem Trainer, nicht mehr gepasst hat nach Nürnberg. Das war ja auch so ein bisschen so eine Aktion, Nürnberg-Abstiegskampf. Die waren zwar, glaube ich, noch nicht auf dem Abstiegsplatz, hatten aber durchaus die gefährlichen Plätze da in Sichtweite. Jetzt hat sich das Blatt für euch nochmal gewendet. Von Abstiegskampf eigentlich keine Spur mehr jetzt zum Schluss, oder?
Ja, wir hatten vor der englischen Woche, hatten wir in Nürnberg natürlich schon noch ein bisschen gezittert, weil wir auch natürlich nach der Hinrunde erst 18 Punkte hatten. Mhm. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, haben die Ruhe immer behalten und haben uns dann in der englischen Woche dann mit einem Unentschieden in Freiburg und dann einem Heimsieg gegen Schalke Luft verschafft und konnten dann bei dem Auswärtssieg in Kaiserslautern die Klasse sichern. Und ja, jetzt haben wir eine richtig gute Rückrunde gespielt und wir wollen jetzt am Wochenende noch einen schönen Abschluss machen und dann können wir mit der Saison, denke ich, rundum zufrieden sein. Ich meine, der schöne Abschluss könnte ja sogar noch mit der Europa League gekrönt werden, mal ganz rein rechnerisch. Habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht eigentlich oder ist das ein Thema, was momentan für euch überhaupt nicht mehr existiert? Ja, rechnen können wir in Nürnberg auch, aber wir wissen natürlich auch, ich meine, ihr werdet mich korrigieren, aber ich glaube, Hannover hat noch kein Heimspiel verloren dieses Jahr. Das stimmt. Ja. Also wäre es eine sehr, sehr große Überraschung, wenn das jetzt am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern geschieht, da wir ja auch vor wenigen Wochen in Kaiserslautern gespielt haben und man auch sagen muss, Lautern war dieses Jahr einfach die schwächste Mannschaft, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass ich da Hannover die Butter vom Brot nehmen lässt. Aber wir haben so ein bisschen die Einstellung, dass wir auf jeden Fall einen guten Saisonabschluss machen wollen. Und wenn dann letzten Endes vor uns alles patzt, dann wollen wir nicht dastehen und sagen, ah, hätten wir heute vielleicht nicht mal ein bisschen mehr gemacht. Ja, deswegen wollen wir ein gutes Spiel machen gegen Leverkusen und möglichst zu Hause gewinnen und ausverkauftem Haus gut verabschieden. Und wenn es dann im Endeffekt die große Überraschung gibt, dann sind wir da. Aber wir rechnen ehrlich gesagt nicht damit. Was denkst du, was ist eigentlich bei den Nürnbergern in der kommenden Saison drin? Wir müssen mal ein bisschen abwarten, wie der Kader aussieht. Bei uns wird es auch ein paar Veränderungen geben. Wir geben ja Jens Hegeler und Philipp Wollscheid nach Leverkusen ab. Es ist noch offen, ob Daniel Didavi, der jetzt im Moment für Furore sorgt, bei uns bleiben kann, weil er als Leihspieler eigentlich zurück muss nach Stuttgart, wohl gerne hier bleiben würde. Und wir würden ihn natürlich auch gerne halten, aber da geht es auch um das Geld dann logischerweise. Und wir haben ein paar interessante Namen, die hier gehandelt werden und ich hoffe, dass da das eine oder andere realisiert werden kann. Dann haben wir eine gute Mannschaft beisammen und wenn wir dann eine Saison lang so spielen können, wie wir jetzt die Rückrunde gespielt haben, dann werden wir eine Mannschaft sein, die im sicheren Mittelfeld einläuft und das ist auf jeden Fall das Ziel für nächstes Jahr. Was hast du gedacht, als du jetzt die Nachrichten, die jüngsten Nachrichten, die negativen aus Hannover gehört hast, dass es da wieder in der sportlichen Leitung zwischen Schmadtke und den anderen Protagonisten nicht läuft und dass er gedenkt, Hannover zu verlassen? Hat dich das überrascht? Das Gerücht gibt es ja schon ein bisschen länger. Es ist ja die letzten Wochen schon diskutiert worden. Man kennt ja auch die Situation, dass die Familie von Jörg Schmadtke im Rheinland lebt und das natürlich auch keine einfache Situation ist. Also ich bin auch Familienmensch und das ist für mich schwer vorstellbar, quasi unter der Woche dauerhaft getrennt zu sein von der Familie. Und Jörg Schmadtke ist ja auch jemand, der unheimlich viel arbeitet und dann natürlich auch dementsprechend wenig Zeit für seine Familie hat, die kilometerweit weg ist. Ja. Dass das natürlich dann die Situation belastet, kann ich mir vorstellen. Und dass es hinter den Kulissen immer mal Reibereien gegeben hat, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, denke ich mal. Und dass dann Jörg Schmadtke die Konsequenz hat, irgendwann zu sagen, er will diese Situation verändern und er will das mit seiner Person tun. Das ist, denke ich, nur so konsequent, wie ich ihn kennengelernt habe. Deswegen ist es für mich nicht extrem überraschend. Mhm. Ist das ein schwerer Rückschlag für Hannover 96 oder denkst du, sie finden wieder einen Sportdirektor, der die Arbeit vielleicht mit ähnlich guter Hand weiterführen kann? Also ich glaube schon, dass Mirko Slomka in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht hat in Hannover, keine Frage, aber für mich ist Jörg Schmadtke der Baumeister des Erfolgs, der mit seiner Art, den Verein zu führen, die Mannschaft zu führen, den Kader zusammenzustellen, da einen großen Anteil daran hat, dass sich die Mannschaft und der Verein in die Richtung bewegt hat, wo sie jetzt stehen. Und von daher glaube ich, dass es schon ein massiver Rückschritt ist. Es wird auch von der Art her keinen zweiten Jörg Schmadtke gegeben. Und jetzt liegt es an Martin Kind mal wieder, einen Sportdirektor zu suchen und zu finden und hoffentlich jemand, der dann mit seiner eigenen Art ähnlich erfolgreich arbeitet. Aber man muss sagen, die Spielnase von Jörg Schmadtke und die ist natürlich schon in den letzten Jahren für Hannover sehr, sehr gut aufgegangen. Ja, das stimmt, ja. Wie ist es denn, apropos Zusammenarbeit, wie ist es denn für dich? Gibt es einen Unterschied? Erste Zusammenarbeit mit Dieter Hecking, zweite Zusammenarbeit, ist eine besser als die andere? Macht die Version 2.0 mehr Spaß oder ist es alles wie immer? Ja, natürlich ist was anderes. Also der große Vorteil ist, dass wir uns natürlich kennen. Man kennt die Stärken und die Schwächen des anderen und geht deswegen vielleicht auch ein bisschen gelassener mit dem einen oder anderen um. Aber ich muss auch sagen, dass Dieter Hecking sich auch verändert hat im Vergleich zu der Zeit damals.
Ich glaube, dass es für ihn eine besondere Situation war, damals bei seinem Verein in seiner Stadt Trainer zu sein. Mhm. Und er macht auf mich einen gelasseneren Eindruck und hat es jetzt auch gerade in der schwierigen sportlichen Phase geschafft, absolut die Ruhe zu behalten, diese Ruhe auf die Mannschaft zu übertragen. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Und dadurch, dass man sich natürlich auch schon länger kennt und gute wie schwierige Phasen zusammen durchgemacht hat, ist da auch ein großes Vertrauensverhältnis da. Deswegen ist es im Moment aus meiner Sicht, ich glaube, da kann ich auch von Trainern sprechen, sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Ja, da kann ich nur sagen, toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen, dass wir mit euch im nächsten Jahr zusammen um den Europapokal kämpfen dürfen. Ich wünsche euch eine gute, erstmal schönen Urlaub dann nach diesem Spiel und einen guten Start in die nächste Saison. Und ihr dürft überall gewinnen, nur nicht in Hannover und nicht zu Hause gegen Hannover. Wir werden es trotzdem versuchen, aber euch auch alles Gute, schönen Abend noch. Schönen Dank. Danke, dass wir dich anrufen durften. Gerne, bis dann. Ciao nach Nürnberg. Danke, ciao. Ciao, ciao. So, Hanno Balic. Ja. Zum zweiten Mal mit Hecking zusammengearbeitet. Läuft alles prima da. Aber das stimmt auch. Hecking macht tatsächlich, auch wenn man ihn so mitbekommt, er macht einen ruhigeren Eindruck tatsächlich, einen gelasseneren Eindruck. Hatte ich auch so ein bisschen. So, wir haben gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen machen wir gleich weiter. Ja. Würde ich sagen. Wollen wir in die Transferbilanz von Schmadtke? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Transferbilanz von Schmadtke. Hier sind die Bildnisse, die zu sehen sind. Ich werde jetzt die Spieler nach und nach aufrufen. Sie werden im Bild zu sehen sein, damit man sich an sie erinnert. Und wir werden sie benoten. Wo es geht. Jetzt kommt eine ganz, ganz fortschrittliche neue Technik. Das ist Splitscreen, so ein bisschen wie bei der Formel 1, wenn das Rennen weiterläuft. Das ist 24. Das ist wie bei 24, ja. Da haben die das auch gemacht. Genau, wenn das ich jetzt eine SMS bekäme, dann hätten wir den Klingelton von Kiefer Sutherland. Soll ich dich schnell anrufen? Nein, bitte nicht. Ich habe es leise gestellt. So, wir sehen Waldet. Wir gehen Schmadis. Wir gehen Schmadis Transfers von der Saison 2009, also Sommer 2009, bis heute durch. Mhm. Saison für Saison. Und es geht los mit Waldet Rama. Wo ist hier? Ist der Zettel. Waldet Rama hat 16 Mal für die erste Mannschaft der Roten gespielt, aber ohne Torerfolg geblieben, ohne Torvorlage. Und hat einmal bei der Reserve getroffen und dafür gibt es von uns die Note 5. Na, oder 5. Oh, ja, ja, okay, ja, ich hab jetzt nur 4. Der nächste, den wir sehen, das ist Sofyan Chahed. Ja. Oft belächelt, gerade anfangs, inzwischen solide. Sofyan Chahed hat in 3 Spielzeiten inzwischen 57 Spiele für die Roten gemacht. Zweimal getroffen, 5 Tore vorgelegt. Dafür gibt es von mir die Note 3. Ja. Sehr gut. Unser nächster Kandidat ist Didi Jakonan, der erste Norwegen-Griff, der eigentlich auch den Ruhm von Schmadi begründet hat. Ja. Jakonan hat 94 Mal für die Roten gespielt, 29 Tore, 17 Vorlagen, dafür kannst du nur eine Note geben. Also ganz klar, das ist einer der ganz großen Einkäufe gleich gewesen. Die nächste. Uwe Gospodarek, erinnert sich kaum noch dran. Was? Wir brauchten einen Torwart, weil sich wer verletzt hatte. Wir brauchten einfach einen zweiten oder einen zweiten Mann, glaube ich. Hat für 96 nicht gespielt, trotzdem musste sein, da war er. Der nächste ist Manuel Schmiedebach. Unglaublich, ist jetzt glaube ich 22 oder 23 Jahre alt, hat aber schon 91 Spiele für die Roten plus 44 für die Reserve. 13 Vorlagen, leider noch kein Tor. Bei der Reserve hat er 9 Treffer erzielt. Gibt es trotzdem auch nur eine Note. Ich würde sagen, als Transfer eindeutig die 1. Selbst wenn er von der Klasse im Torabschluss längst nicht an Jakonan heranreicht. Ja, ist ja auch kein Stürmer. Der nächste, Aruna Kone, wer erinnert sich? Schmadtke hat es abgewickelt. Es war aber, glaube ich, seinerzeit eine Idee von Mirko Slomka. Okay. Gab es einen Doppelpack. Aruna Kone kam aus Sevilla, war wichtig im Abstiegskampf, hat vor allem gegen Schalke, glaube ich, bei diesem 4-2 ein enorm wichtiges Tor gemacht. War ein Knieproblem, ich würde sagen, er hat insgesamt 8-mal für 96 gespielt und 2-mal getroffen dabei, von mir die Note 3. Ja. Gehen wir so weiter durch. Wir müssen mal unterschiedliche Noten geben. Elson, das war der zweite in diesem Paket. Der war richtig gut. Leider ist er dann wieder nach Stuttgart, glaube ich, zurück. Hat dann lange Zeit nicht gespielt wegen des kaputten Knies. Elson, 7 Spiele für 96, eine Vorlage, ein Treffer. Dafür gibt es von mir die Note. Also ich. Du gehst rauf, ich gehe runter. Auf die 2, weil ich fand ihn gut. Ich weiß, dass ich den gut fand. Aruna Kone hat mal dieses sensationelle Tor in Hoffenheim gemacht. Wir haben, glaube ich, verloren, 1-2, aber es war ein Strahl von einem Schuss. Okay. Sagenhaft. Das war schon. Einen Moment. Ich hätte beinahe die Transfers der Saison 2009-2010 Karim Hagi und Constant Jagba noch mit reingerechnet. Aber das waren Verpflichtungen, die Hecking noch alleine gemacht hatte. Da war Schmadi wohl, so haben wir versucht zu rekonstruieren, noch nicht an Bord. Es geht weiter mit Jan Duriza. Den habe ich, glaube ich, schon weggeblättert. Oh mein Gott.
Jan Duritza brauchten wir in der Abwehr. Hat viermal gespielt, einen sensationellen Rückpass zum Torwart oder Jan Duritza. 9-mal gespielt, keine Tore, Note, braucht kein Mensch. Oh, okay. 6. Na gut, dann gebe ich mal die. War nur ausgeliehen 5. Und nach einem halben Jahr auch wieder weg. So, weiter. Wer ist der Nächste? Oh, Lars Stindl. Na, der Lars ist, Stindl. Das ist ein Mann mit absoluter Perspektive. 76 Spiele inzwischen für die Roten, 8 Tore, 11 Vorlagen. Nicht alle 8 Tore und Vorlagen, 11 Vorlagen in der Bundesliga, sondern auch unglaublich wichtig, zum Beispiel in der Oberliga in Kopenhagen. Da gibt es nur die Note 1 dafür. Genau. Nächster Kandidat. Können wir die 1 gleich da lassen? Robert Zieler. 63 Spiele. Von Slomka zu Beginn der Rückrunde über Nacht befördert, Fromlowitz abgelöst. Seither, glaube ich, ein einziges Spiel nicht gemacht, nämlich das Rückspiel gegen Poltava in der Europa League. Da stand Markus Müller im Tor. Zum Nationalspieler geworden. Der beste Transfer kam ja aus Manchester. Ich glaube, ja. England jedenfalls. Der beste Transfer, Gott, frag mich nicht, den man eigentlich machen konnte. So, das ist Markus Müller, da der Nächste. Einmal Europa League gespielt, 8-mal bei 96-2. Hatte das Erschöpfungssyndrom, ist wieder da. Ich weiß, dass er in der Mannschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Als Erwachsener und wupp, schon sind wir dabei. Note 2 für diesen Transfer. Kam ja aus Karlsruhe seinerzeit. So, der Nächste. Moritz Stoppelkamp. Da müssen wir, glaube ich, 2 Noten vergeben. Da müssen wir Attraktivitätsnoten. Nee, wir machen A-Note und B-Note. Also ja, genau, ja. Technical Merit und Artificial Impression. Ja, ja, also genau. Technical Merit, sage ich. Ich schwank zwischen 4 und 5. Okay, ich gebe ihm mal eine 4, weil er immerhin in den Vorbereitungsspielen so toll getroffen hat. Dieser Weltmeister. Und ansonsten Attraktivität, frisurtechnisch und so weiter, natürlich B-Note spitze. B-Note 2. Stoppelkamp hat 51 Mal gespielt für 96? Kann ich mal sehen. Immer eingewechselt worden. Pogatetz. Okay. Das ist natürlich auch ein wichtiger. Da ohne seine Haare, die er gerade trägt. Ja, ein paar von denen sind da. Pogatetz. 71 Spiele, ein Tor, eine Vorlage, ein Eigentor. Er ist gern mal der Unglücksrabe, wie jetzt im Spiel gegen Leverkusen, aber trotzdem würde ich sagen. 2. Ganz klar, super Verstärkung für die Mannschaft. Wer erinnert sich an den Vogelloch? Damarcus Beasley. Ein grandioser Vorname, Damarcus. Aber mehr weiß ich nicht darüber. In Belgien oder in Holland irgendwo gespielt? Fragen wir doch mal kurz, der Fritze ist schon die ganze Zeit in der Leitung. Wir fragen mal den Fritze, ob er sich an den Damarcus Beasley erinnert. Fritze, komm rein, du musst dich mal kurz fassen. Wir wollen unsere Liste noch durchgehen. Übrigens, Damarcus Beasley, eine Vollgraupe, ein Fehlgriff sondergleichen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Note 6 für diesen Transfer. Kannst du dich noch erinnern, Damarcus Fritze? Hallo, Fritze. Markus Fritze. Erinnern kann ich mich an den, aber das lohnt sich nicht, sich an den zu erinnern. Okay. Der Markus Beasley. 4 Spiele, keine, nichts Zählbares. Ja, schlecht. Wer hat den Döpke damals vermittelt? Wer den geholt hat? Hacking. Hacking hat dieses Leverkusener Doppelpack geholt. Karim Hagi und ich vermute, und Constant Jagba dazu. Ich vermute immer, dass das ein Bundle war, wie man Norddeutsch sagt. Wir haben den Hagi nur gekriegt, wenn wir den Jagba mitnehmen. Ach so. In der zweiten Liga bei Frankfurt hat er zuletzt ja ganz gut funktioniert. Er hat auch mal am Anfang ganz gut funktioniert. Jetzt hat er aber 4 Spiele Sperre. Ja, aber dauerhaft Bundesliga, würde er schwer haben. Ist vielleicht nicht ganz drin. Kalitos ist ja auch so ein... Was hältst du von dem Kalitos, den wir da gerade haben? Der ist tatsächlich zum Ende der Saison zurückgekommen. Nun würde er gehen. Kalitos als solchen würde ich behalten. Kalitos würdest du behalten? Neuen Vertrag geben? Ja. Wahnsinnig. Note 4 für Fritze. Aber eine 3 für Kalitos, würde ich sagen. Aber trotzdem, bevor ich andere hole und ich weiß, was die können, behalte ich lieber einen Kalitos. Naja, weil es wird doch vorher gescoutet und dann weiß man ungefähr, was die können. Guck mal, wie kennst du den Spieler da? Mohamed Abdellaoui, 67 Spiele. Der von Österreich, der Heuer da, der ist auch ein Fehleinkauf. Fehleinkauf. Wer jetzt? Das würde ich anders. Nee, er meint bei Reuer. Den kommen wir gleich in der nächsten Saison. Erstmal Mo Abdellaoui. 67 Spiele, 26 Tore, sensationelle Quote, 7 Vorlagen. Ganz, ganz wichtig in der Europa League auch. Auch dafür gibt es nur eine Note und die geht so, selbst wenn er im Moment nicht so in Form ist. Der musste die letzten 5 Spiele aber streichen. Wie findest du den da? Das ist einer meiner Freunde bei Schalke schon gewesen. Aha. Oh, du hast Freunde bei Schalke. Der ist durch Verletzung sehr, sehr zurückgeworfen. Das wäre er heute noch Nationalspieler. Christian Panda, 44 Einsätze für die Roten. 4 Tore, 7 Vorlagen. Auch in der Europa League. Er hat in Poltava getroffen. Und wo nochmal? Gegen Kopenhagen? Und das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur zeitweilig. Hat er uns Bayern München hat das 2-1 geschossen. Okay, auf jeden Fall hat er uns zeitweilig glauben lassen, eine ganz große Nummer zu sein. Ich finde, mit Potenzial. Ich bewerte ihn etwas schwächer. Okay.
So, wen haben wir denn da? Schwierig. Schwierig. Henning Hauger. Oh Gott. Norweger. Fünfmal gespielt, siebenmal für 96 2 gespielt, keine Vorlagen, keine Tore. Die Verletzungen gehabt, noch nicht richtig reingekommen. Laut Bild-Zeitung soll er auf einer internen Streichliste stehen. Das würde mich jetzt nicht wundern. Da stehen aber noch andere drauf. Ich gebe einfach mal eine 3. Weil ich bin strenger als du. Die 4. Ja, er wird aber bei der Amateure ständig ausgewechselt. Ja. Okay. Was hältst du von dem da? Samuel Radlinger, Österreicher, Torwart, junger Typ. Gerade mal 19 Jahre alt inzwischen, glaube ich. Aber wenn der vor dir aufsteht und sich bis nach oben hin ausstreckt, wird es richtig dunkel. Riesentalent, Nationalspieler. 15 Mal für 96 2 gespielt bisher. War schon auf der Bank im Profikader. Entwicklungsfähig. Was halten wir von dem? Ist ein bisschen dunkel, kann man kaum erkennen, oder? Weißt du, wer das ist? Das ist, ja. Mam Diouf natürlich. Ich wollte sagen, es kann nur einen geben. Der Torjäger. 15 Mal gespielt, sensationelle 10 Tore und 3 Vorlagen dazu. Habe ich auch nur eine Note für, das ist die 1 Schmatke. Klasse. 1 plus. 1 mit Sternchen. So, das war's auch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ein bisschen brauchen wir noch. Arthur Sobek, wollen wir ganz kurz. Achso, wir haben noch jemanden. Ich dachte, das war der letzte. Komm her, Arthur Sobek. 4, obwohl ich ihn nett finde. Daniel Reuer. Blätter, wir 5, sind wir durch. So, Fehler sind wir durch. Ist ein Talent, du weißt ja nicht bei jedem, so, den hatten wir schon. Du weißt ja nicht bei jedem Talent, ob es klappt. Nein, das ist richtig. Also es ist schon eine grandiose Bilanz, man sagen. Was wir traditionell immer tun, wir wollen den nächsten Gegner verspeisen. Du hast keinen roten Teufel. Das sind rote Teufel. Das ist nicht so einfach. Die haben das neu sortiert. Rote jetzt hier. Teufel verspiesen. So. Note 2, Stoppelkampf war okay, oder? B-Note. Technisch ein bisschen auch. So. Rote Teufel, ja, weg damit. Ja, so steht bei der Stoppelkampf auch nicht. Wir machen nach dem letzten Spiel noch eine Sendung, so wie es aussieht. Mhm. Und dann gehen wir auch in die Sommerpause. Aber nächste Woche sind wir auf jeden Fall nochmal dabei. Absolut. Aber wichtig ist, dass wir einen 7. Platz belegen. Mhm. Ja? Bis im Stadion, geh mal hin und feuer mal mit an. Ja, hallo? Hallo, nein. Wie, nein. Nicht ins Stadion gehen, nicht anfeuern? Seitdem Sky die Termine festlegt, wann gespielt wird, gehe ich nicht mehr hin. Wieso? Es ist doch um 15.30 Uhr, das ist doch ganz prima. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen nicht rausschmeißen. Zwei Spieltage. Wir haben noch unser Lied. So. Doch, das haben wir jetzt noch. Also, Also dann bis zur nächsten Sendung. Ciao. Mach's gut. Wir haben zum Abschluss noch ein Lied. Ein Freund rief an mit leisem Ton, sagt er, du weißt wohl schon von Schmadi. Und ich eilte zum Fenster und ich schaute hinaus. Ein Bus aus Köln stand vor dem Haus. Ich glaubte, dass ich nicht richtig sah, denn auch Schmadi war da. Ich weiß nicht, wo er hingeht, woran es liegen kann. Er hat wohl seine Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit hatten wir endlich wen Reelles. Alice, who the pff is Alice? Fast jeder Einkauf half uns konkret. Ob Zieler oder Diop, Schmatki wusste, wie es geht. Das wird schwer, denn der Schmadi war schon was Spezielles. Alice, who the pff is Alice? Warum unser Trainer wohl nicht zu ihm fand? Dabei trennte ihn doch nur Martin Kind. Martin Kind trennte ihn von Schmadi. Warum hat er ihn nicht einfach aufgestellt, statt dauernd zu klagen, was ihm alles fehlt? Er sah die Schnute in seinem Gesicht und doch tat er es nicht. Ich weiß nicht, wo das hinführt, woran es liegen kann. Es ist wohl nicht so leicht von Alpha-Mann zu Alpha-Mann. Aber schließlich denkt man, dass da auch ein dickes Fell ist. Alice, who the pff is Alice? Fast jedes Mal sahen sie sich beim Spiel. Sie grüßten jedes Mal, ansonsten lief da nicht viel. Doch erwartet doch auch keiner gleich was Sexuelles. Alice, who the pff is Alice? Ich weiß nicht, wo er hingeht, woran es liegen kann. Er hat wohl seine Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit hatten wir endlich wen Reelles. Alice, who the
Hanf bis Alice. Fast jeder Einkauf verdiente Applaus. Ob Didi ab der Laue, Schmadi hat den Bogen raus. Das wird schwer, denn die Guten Krieg kriegt nur, wer schnell ist. Alice, who the fuck is Alice? Das wird schwer, denn die Guten holt wohl nur Jörg Schmatke. Ja, es hat sich nicht gereimt am Schluss, aber das musste sein. Tschüss, das war's. Tschüss, Stunde Rundlichter, bis in einer Woche. Das war's.